Es geht doch um Wirklichkeit. Da will ich jetzt mal widersprechen. Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt. Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht. Wie kann man über das Bekannte hinaus denken? Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt. Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach? Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Herzlich willkommen zu einem Archive-Podcast der DFA. Mein Name ist Corinna Weidner. Günther Hildenhagen ist ein Fotograf, der sich ausschließlich sozialen Themen gewidmet hat. Und das bereits ab den 1960er Jahren, als seine langjährige Arbeit für die Diakonie und später auch die Caritas begann. Er hat in Heimen für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung fotografiert, auf Pflege- und Sterbestationen und das zu einer Zeit, als diese Bilder noch nicht in der Gesellschaft zirkulierten. Er nennt das die Arbeit in geschlossenen Räumen. Im Vorwort zu seinem ersten Buch »Unterschlagene Bilder«, erschienen 1972, schreibt der Präsident des Diakonischen Werks: »Ein Bildband wie dieser ist ungewöhnlich riskant. Wer kauft sich schon Bilder, die er für gewöhnlich aus seinem Bewusstsein verdrängt? Dass hier einmal nicht Häuser der Diakonie gezeigt werden, sondern Menschen in der Diakonie, unretuschiert und nicht gestellt, ist die Stärke dieses Buches.« 1979 wurde Hildenhagen Mitglied der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner, heute DFA, und erlebte, wie seine Bilder im Kunst- und Ausstellungskontext ein neues Publikum erreichten. Darüber hinaus war er 20 Jahre lang auch im Vorstand der GDL aktiv. Es gab also viel Gesprächsstoff mit diesem außergewöhnlichen Fotografen, den ich zu Hause in Münster besucht habe und der im Dezember diesen Jahres 2022 seinen 87. Geburtstag feiern wird. Herr Hildenhagen, Sie waren Postbeamter und haben dann mit 22 Jahren auf Fotografie umgesattelt. Das klingt nach einer radikalen Kehrtwende. Das war gar nicht radikal. Ich hatte schon über viele Jahre fotografiert als Amateur. 1952 habe ich meine erste Kamera gekauft. Da war ich noch bei der Post als Paketzusteller unterwegs. Eigentlich wollte ich Lehrer werden und habe dann in Abendschule von 55 bis 58 die Fachschulreife gemacht. Das war ziemlich bitter. Abends noch dreimal in der Woche dort zur Schule. Und während dieser Zeit habe ich aber schon aus Freude und Begeisterung fotografiert. Erst war das eine einfache Agfa-Isolette, dann hinterher eine Balda, die gibt es ja alles heute nicht mehr. Und dann habe ich mir schließlich eine Rolleiflex gekauft, die ich über längere Zeit abgezahlt habe, denn meine Einkünfte bei der Post, die waren nicht so, dass ich mir ohne weiteres ein Fotoapparat kaufen konnte. Der eine Entschluss stand fest, ich muss weg von der Post. Ich habe da gezeichnet und verschiedene Dinge, sogenannte Muster, Formblattsammlungen gemacht und alles Mögliche. Und diese Dinge haben mir die Möglichkeit gegeben, Telefongespräche zu hören von den Beamten untereinander. Und das reichte, um mein ganzes Leben schon im Voraus so zu verbittern und sauer zu machen, dass ich sagte, alles andere bloß nicht in so einem Verein bleiben. Hier muss man weg. Dann musst du irgendwas machen. Ach, du bist ein begeisterter Fotograf, lernst du Fotografie. Und ich hatte einen Kollegen bei der Post, der Bildhauer geworden ist. Hans Kleier hatte mich dann mal mit zu Pan Walter genommen. Dann erfuhr ich kurze Zeit später, dass sein Lehrling oder was er da hatte, weg war. Und dann bin ich dahin, so Kopf unterm Arm. Und dann sagt er, also Lehrling, das sitzt nicht drin, das kann ich mir nicht leisten. Und habe mir als einziges ausbedungen, dass ich im Jahr ungefähr ein Vierteljahr für mich frei habe. Das freiberufliche Fotografenschaffen hat bei Ihnen eher unkompliziert und schon sehr früh angefangen. Ja, das hat auch eine gewisse Notwendigkeit. Ich musste ja immer irgendwie an Geld kommen. Nicht? Und mehr wurde es mir wichtig, Menschen zu fotografieren. Menschen waren spannender. Nicht? Das ist etwas, wo Schicksale hinterstecken, was einen bewegt, ja, wo man sich anders einbringt. Ernsthaft kam dann die Fotografie bei mir erst, wie es auf die Gesellenprüfung zuging. Vorher, das muss ich noch unterbrechen,
kriegte ich 1960 Fotokina-Preis Jugend fotografiert. Und zwar interessanterweise mit dem Kollegen zusammen, der mit mir bei Pan Walter auch als Lehrling war, Adolf Clemens, der auch Mitglied in der Akademie wurde, vor mir sogar, und inzwischen gestorben ist. Ja, da waren ja schon viele der berühmten Leute vorher als Preisträger, Thomas Höfker zum Beispiel oder Weisweiler und wie sie alle hießen. Ihr Bezug oder die Motivation zum Sozialen Ihrer Fotos, war das schon immer da? Hatte das eine familiäre Prägung? Ja, war sicher weitgehend schon angelegt als Grundlage. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel eine Nachbarin kam ins Altenheim, dass ich die unbedingt besuchen musste. Ja, warum? Bestand keinerlei Notwendigkeit. Aber irgendwann das Gefühl, ja, das musst du, solltest du machen. Und anderen irgendwo helfen, wo Schwierigkeiten waren, meinetwegen bei Schularbeiten oder sonst irgendwas, das habe ich auch getan. Nicht? Also ich denke, das war also zu einem großen Teil schon vorhanden und hat sich dann mehr und mehr entwickelt. Bloß der entscheidende Punkt ist gekommen, ich hatte also für die Zeitung fotografiert, Maria Urbanschek war Redakteurin für die Kinderseite. Und ich lieferte ihr Bilder mit Kindern und das waren oft schmutzige Kinder auf der Straße oder so, nicht fein gemacht, sondern die man da findet, wo sie sich wohlfühlen in der Regel. Und ich bin also mit diesen Bildern, damals hieß es noch Innere Mission, diakonisches Werk gegangen. Und habe dem Mann, der da also zuständig war, mal meine Bilder gezeigt. Da sagt er, damit kann ich nichts anfangen. Aber der wies mich ein paar Türen weiter zu dem Redakteur der kleinen Zeitschrift Hand am Fluch. Kann keiner was mit anfangen, wenn er nicht biblisches Kenntnis hat. Oder später Helfende Hände. Und das war also die Zeitschrift der Inneren Mission oder der Diakonie von Westfalen. Und dieser Redakteur, Herr Horstmann, sagt, wissen Sie, Ihre Bilder, ich kann sie nicht gebrauchen. Aber ich brauche zwischendurch mal jemanden, der mal für mich fotografiert. Und da habe ich dann zum ersten Mal Behinderte fotografiert. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich das machen sollte. Das war mir auch ein bisschen schwierig und unheimlich. War doch was ganz Fremdes. Nicht? Aber das ging relativ gut. Das war in 60er Jahren und wenn Sie in meinem Buch gucken, da ist ja 64 schon das erste Bild, was da drin ist. Das waren hier Kinder in Münster. Da gab es ein Gefangenenlager und hinterher waren da Flüchtlinge drin. Und da sind diese Kinder fotografiert und so ist dieses Titelbild von meinem Buch Tagesanbruch entstanden. Eigentlich kann man nur sagen, dass man in dieser Arbeit merkte, ja, hier ist ein Platz, hier kannst du etwas machen, etwas entwickeln. Je mehr man sich mit der Thematik beschäftigte, immer mehr Dinge einem etwas bedeuteten. Und da ist zum Beispiel, das ist mir erst nach und nach klar geworden, das ist das Thema Euthanasie. Ich habe hier gelebt, obwohl ich damit nichts zu tun hatte, in der Zeit, wo Euthanasie in schlimmster Weise passierte. Menschen ermordet wurden, Tausende. Und ich kriegte dann mit durch Gespräche in der Diakonie und so, wie man langsam diese Problematik aufgearbeitet hat. Und ich denke mal, dass auch ein wenig meiner Arbeit, diese Zuwendung, gerade dieser Schwerstbehinderten, damit etwas zu tun hatte, dass man sich innerlich mit diesem Thema Euthanasie beschäftigt hat. Wie das Thema Sinti, nicht? Was den Menschen passiert ist. Und meine Frau und ich, wir waren also in Auschwitz und haben die Baracke der Sinti und Roma gesehen. Die haben extra eine Baracke von Deutschen eingerichtet, wo ihrer gedacht wird. Und da habe ich auch den Namen der Familie, mit der ich Kontakt habe, habe ich auch dort gefunden. Die Bamberger, das ist eine große Familie, ja. So habe ich natürlich aus dem, was ich in der Zeit erleben hatte, im Augenblick aber nicht verarbeitet habe, tauchte das dann irgendwo bei mir auf als Thema, als Möglichkeit. Nicht? Natürlich auch das Thema Nichtsesshafte oder Bettler. Ich habe eine ganze Reihe Fotos gemacht von Bettlern. Die habe ich bei der GDL nicht gezeigt. Das ist aber auch eine interessante Sache. Sie saßen oder sitzen ja oft welche an der Straße und betteln.
Und ich habe dann das natürlich beguckt, wie man ihm was gibt oder nicht gibt oder so von oben herab. Und habe gedacht, und da musst du das mal fotografieren. Das heißt, ich habe mit den Leuten gesprochen, habe mit ihnen einen richtigen Vertrag gemacht. Ich sage, wenn ich sie fotografieren darf, sie müssen mir sagen, was haben sie zu kriegen. Dann haben die mir erzählt, meistens war es so, ja, ich möchte gerne mal meine Mutter besuchen, die wohnt da und da, da Eisenbahn, also ich brauche so ungefähr 30 Mark. Ist ja gut, hier sind 30 Mark und dafür darf ich sie fotografieren. Aber Sie müssen mir das unterschreiben, dass Sie Geld gekriegt haben und dass ich das darf und dass das publiziert werden darf. Und dann habe ich den fotografiert aus der Sicht der Leute, die vorbeigehen. Und dann bin ich in die Knie gegangen, direkt auf Augenhöhe. Und ich sage, und jetzt schauen Sie mich an und schauen genau in die Kamera. Und jetzt machen wir noch ein zweites Bild. Und diese beiden Bilder, die hat hier die Diakonie dann veröffentlicht als Serie. Nicht, sagenhaft, nicht, wie plötzlich diese Männer, sie sehen so nur den Kopf von oben, nicht, und plötzlich sehen sie ins Gesicht und sehen die Augen. Nicht, und zu meiner Freude habe ich ein oder zweimal erlebt, dass ein Pastor seine Konfirmandenschüler die Serie gezeigt hat, sagt, geht mal in die Stadt und wenn da welche sitzen, gebt denen nicht nur was, sondern dann geht er in die Knie und spricht mit denen auf Augenhöhe. Und so sind da manche Dinge entstanden, in der Arbeit und in der Begegnung. Das war ein freies Projekt. Sie haben aber auch schon relativ früh von der Diakonie Aufträge bekommen. Wie sahen da die Aufgabenstellungen aus? Ja, eigentlich war ich ziemlich frei. Meinetwegen eine Einrichtung für geistig Behinderte. Der Redakteur sagte, fotografieren Sie mal. Die können da also auch übernachten, da 2-3 Nächte sich Zeit lassen, mit anderen Worten. Und die dann fotografieren bei der Arbeit, wie sie miteinander sind. Ich musste mir selber erstmal gucken, was mache ich daraus. Und mehr, da wird Pan Walter nicht unschuldig sein, entstanden auch Porträts. Ich habe also Leute fotografiert, wie diese Frau mit der Puppe. Das war also 1965, ziemlich am Anfang. Die einen wirklich anschauen, als Mensch. Das ist etwas, was die Verbindung herstellt, dieses angeschaut werden vom Foto zu dem Betrachter. Ja, nun heute ist es sowieso eine Sache, weil das ja fast in dem Sinne gar nicht mehr geht. Ganze Serien von Porträtfotos praktisch von geistig behinderten Menschen. Nee. Das finde ich interessant, dass Ihre Auftraggeber Ihnen damals ziemlich freie Hand gelassen haben. Was dann auch erklärt, dass Sie Ihren eigenen Interessen nachgehen konnten und auf das einlassen, was Sie erlebt haben. Mussten Sie da reinwachsen oder ist es Ihnen leicht gefallen? Nein, leicht ist es sicher nicht gefallen. Und ich weiß von manchen Mal, dass ich dann so nach einigen Stunden oder nach ein, zwei Tagen, ich bin zum Beispiel wichtig ins Hof, wo diese Serie entstanden ist, da war ich dann eine ganze Woche und wieder, die hatten, ich glaube, 100-jähriges Bestehen oder irgendwas und habe dafür die ganzen Fotos gemacht, da war ich völlig platt. Da musste ich einfach wieder, wie heißt das, neudeutsch, auftanken. Ich musste also wieder Abstand gewinnen. Nee, ich musste zu der Sache mal wieder in Ruhe zurückblicken können, ohne anwesend zu sein. Ja, ganz abgesehen davon, da ich das hier nun auch alles selber hier verarbeitete, war es oft so, dass man sagt, man muss schon mal was sehen, um dann weiterzumachen. Nee, und oft war es ja auch so, dass man einfach ganz gezielt irgendwas ergänzen musste. Nee, dass sie meinetwegen, ich sage jetzt mal Diakonie, ja, wir müssen aber unbedingt mit den Behinderten zusammen auch mal einen Gottesdienst fotografieren, beispielsweise. Bedauert hat der Redakteur am Anfang alles da, aber keine von den neuen Häusern, die gerade fertig geworden sind, haben sie fotografiert. Aber mich interessierten die Menschen da drin und nicht die Häuser draußen. Ich möchte Sie gerne zu Begrifflichkeiten befragen. Es gibt die humanistische Fotografie und dann die humanitäre Fotografie. Bernd Lohse, der Fototheoretiker, auch Mitglied der GDL, hat diesen Begriff auf Sie angewandt. Der Begriff ist spezifischer. Also die humanistische Fotografie à la Family of Man zeigt das Interesse am Menschen und seinen Verhaltensweisen. Die humanitäre Fotografie beinhaltet einen Handlungsaspekt, dass sich gegenseitig helfen und unterstützen. Und dann gibt es noch den Begriff der sozialdokumentarischen Fotografie. Welchen Begriff würden Sie auf Ihre Arbeitsweise anwenden? Ich weiß, welche ich nicht anwenden würde.
Ich denke mal, das Interesse am Menschen und an seinem Schicksal ist das, was mich bewegt. Und das ist keine Sozialfotografie. Zu bestimmten Zeiten wurde ich oft von jungen Leuten angegriffen, dass meine Fotos nicht kritisch wären. Ich weiß, einer, der flippte fast aus. Der sagte, es ist nicht zu fassen. Die Menschen, die also wohnungslos sind, so zu fotografieren, als ob das eine heile Welt wäre sozusagen. Man muss der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Man muss die Kritik zeigen. Und da ist mir klar geworden, in Auseinandersetzung, auch bei diesen Gesprächen und bei diesen Überlegungen, dass ich kein sozialkritischer Fotograf bin. Es sei denn, jemand sieht die Kritik irgendwo. Na klar, wenn ich den Wohnungslosen, den Bettler sehe, ist da Kritik. Ist ja logisch. Aber das ist nicht von mir fotografiert, um Kritik zu zeigen, sondern es ist fotografiert, um den Menschen zu zeigen. Und dass es Menschen gibt, die in dieser Situation sind, die Gründe, es ist jetzt was anderes, warum die da hingekommen sind. Aber dass es so ist, das ist natürlich eine Schande. Aber es ist nicht meine Aufgabe, das jetzt an Pranger zu hängen, sondern meine Aufgabe ist, dieses zu zeigen, damit andere aufmerksam werden, es ist nicht alles in Ordnung. So sehe ich das. Und diese Worte, ich weiß von Bernd Lohse, der kam dann mit der humanitären Fotografie und das haben dann auch andere irgendwo aufgegriffen. Nicht? Und zum Beispiel Hilmar Pabel ist in dem Begriff, der hat mal auch bei einer GDL-Tagung gesagt, ja, er hätte einen Nachfolger und das wäre ich. In seinem Sinne würde ich fotografieren. Das sehe ich auch nicht so. Ich finde das toll, was er gemacht hat, sehe auch manches kritisch. Naja, mir ist der Mensch sehr wichtig. Das ist der Kernpunkt. Darum geht's. Und wenn er in sozialer Not ist, auf diese Not aufmerksam zu machen, aber mit ihm als Menschen im Mittelpunkt. Den Aspekt der Augenhöhe haben Sie vorhin schon sehr deutlich bei den Bettlern illustriert. Die einen werfen einen Groschen nach unten, die anderen begeben sich auf die Perspektive nach unten. Das andere wichtige Thema bei Ihnen ist, der eine Mensch hilft dem anderen. Diese Interaktionen führen in Ihren Bildern immer zu sehr starken Momenten. Wir haben zum Beispiel den Pfleger, der ein Kind, was sich mit seiner Energie hochgeschraubt hat, wieder einfängt und beruhigend in den Arm nimmt. Oder Mary, der seinem Freund Karl-Heinz beim Essen oder bei einem Arbeitsablauf hilft. Die Zuwendung zum Menschen durch den Menschen, das ist ja ganz klar auch ein christliches Motiv. Ja, ja, ist für mich auch ganz wichtig, ganz wichtig, ja, ja. Also ich kann nur meine Arbeit aus dem Bewusstsein der christlichen Verantwortung tun. Ich bin ja nicht umsonst bei der Diakonie gelandet. Übrigens war ich zuerst bei der Diakonie und die Caritas hat mich da entdeckt. Zuletzt habe ich dann eigentlich fast mehr für die Caritas gearbeitet als für die Diakonie. Wie war Ihr Verhältnis zu den Auftraggebern? Mussten Sie da Überzeugungsarbeit leisten, Ihre Bilder vermitteln? Wurden vielleicht Bilder abgelehnt? Also war es eher ein Spannungsverhältnis oder sehr konstruktiv oder eine gemischte Gemengenlage? Also ich würde sagen, es war insoweit nicht so schwierig, weil von Kunst noch nie die Rede war. Es war Fotografie. Und die Bilder waren dafür da, dass die Leute etwas von der Arbeit dieser Einrichtungen kennenlernen. Was ich daraus machte, war meine Sache. Dass das Kunst wurde, ist später entstanden. Und deswegen würde ich sagen, ging man auch viel lockerer damit um. Vermittelt das den Menschen etwas von dem, was wir zeigen möchten. Nicht? Die Zuwendung vor allen Dingen. Für mich ist Zuwendung ein ganz wichtiger Begriff. Oder auch die umgekehrte Seite, die Not zu zeigen. Aber künstlerische Ansprüche gab es da nicht. Ich weiß nicht, ob es sie heute gibt. Ihre Ausstellungstätigkeit ging ab Ende der 1970er los.
kurze Auswahl dazu. 1979 waren Sie in der großen Jubiläumsausstellung der GDL im Münchner Fotomuseum vertreten. 1980 dann in der Galerie T von Wilfried Teubner, auch er GDL-Mitglied. 81 Gustav Heinemann Haus in Bonn, 83 GDL-Ausstellung in Leinfelden und Ausstellung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. 87 wieder GDL in Leinfelden und noch viele mehr. Ja, ja. Ich meine, was eigentlich sehr, sehr viel später klar wurde, dass man alle möglichen Ausstellungen gemacht hat und im Grunde keinen Groschen dafür gekriegt. Es ist ja nicht zu fassen, was man für Arbeit geleistet hat. Ja, das ist leider heute auch noch sehr oft so. In etlichen Pressebesprechungen zu Ihren Ausstellungen in den 80ern wurden Kaskaden von Mitleidserregung formuliert. Interessanterweise hat Maria Urbanczyk, die ja von früh an ihre Arbeit begleitet und viel darüber geschrieben hat, das Auftauchen ihrer Bilder im Kunstkontext einmal folgendermaßen kommentiert. Selbst in diakonischen und karitativen Einrichtungen wird der ghetto-sprengende Ansatz von Günter Hildenhagen selten erkannt. Er sprengt diesen Ghetto-Rahmen, indem er die Bilder im Museum und Galerien zeigt, sodass die Kunst nicht an diesen Bildern vorbeigehen kann. Die Dimension von Hildenhagens Arbeit wird von vielen Auftraggebern in den christlichen Wohlfahrtseinrichtungen nicht erkannt. Man setzt hier zu sehr auf das Wort, auf die Verkündigung. Der Darstellung praktizierter Zuwendung wird weniger getraut. Wir haben also einerseits die Ausdruckskraft ihrer Bilder für sich genommen und dann die Wirkungskraft, die diese Bilder in anderen Kontexten als den karitativen Einrichtungen entfalten. Das ist doch für die Dimension von Fotografie zentral. Haben die Einrichtungen das wirklich nicht wahrgenommen, dass ihre Bilder auf dem Feld der Kunst das Thema nochmal ganz anders in die Gesellschaft hineintragen? Interessant ist es, wie ich mit einer Mappe unterwegs war, um für mein Buch Tagesanbruch zu werben, was noch nicht existierte. Kam ich also auch zu dieser Einrichtung Bertelswerk, wo ich jahrelang für fotografiert habe und habe das erzählt. Und dann war die Frage sofort, nicht, wie ist das mit den Fotos, gibt es denn auch einen Text dazu? Da ist das, was da eben gesagt wurde. Der Evangelische, und in diesem Fall natürlich ein Pastor, kommt vom Wort. Das Wort ist für ihn das Wichtige. Das Bild, ja, das ist schön und da kann er auch was mit anfangen, aber entscheidend ist das Wort. In den 70er Jahren kamen Diskussionen auf um die missbräuchlichen Methoden im Umgang in den Pflege- und Betreuungsheimen. Also die Frage, welche ideologischen Traditionen aus der Zeit des Nationalsozialismus da noch ganz faktisch nachwirken. Diese Diskussion haben Sie sicherlich mitbekommen. War das für Sie ein Thema bei der Arbeit? Also ein Thema waren sie für mich. Mich interessierte das schon und beschäftigte mich. Aber ich hatte nicht den inneren Zugang zu den Einrichtungen. Das heißt also, wo also über solche Dinge intern geredet wurde, dass sie mich dazu riefen, denn was hat der damit zu tun? Gar nicht. Aber ich meine, dass es da auch kritische Dinge gab, bin ich fest von überzeugt. Was es sicher gegeben hat, ist meinetwegen mal eine Ohrfeige oder auch mal ja, körperliche Züchtigung, glaube ich ganz bestimmt. Das ist nicht so schnell verschwunden. Vielleicht haben Sie ja auch innovative Betreuungskonzepte erlebt? Das werde ich sicher hier und da gesehen haben, mitbekommen haben. Aber schauen Sie mal, das Problem ist in der Rückschau, ist manches vielleicht besser einzusortieren. Dann kann man sagen, aha, guck mal, das hast du da gesehen. Könnte das sein, dass das doch sehr kritisch zu betrachten ist? Wenn man so drinsteckt, ist man ja bedingt schon durch dem, was man vorhat oder was man als Auftrag hat oder was man wirklich möchte, so gefangen genommen, dass man die anderen Dinge mehr am Rande sieht. Und außerdem sind wir heute 60 Jahre weiter oder 50. Wenn ich meine Fotografie mit den kritischen Augen eines jungen Sozialpädagogen oder wie man die auch immer nennen würde, die heute durchgeht, der würde sagen,
Das geht gar nicht. Das war auch nicht richtig. Die würden in vielen Fällen sagen, das hätten sie gar nicht fotografieren dürfen. Was für mich damals gar kein Problem war. Und ich auch nachhinein nicht als Problem sehe, weil ich denke, das sind Zeitdokumente, die sonst nie erstanden werden. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das könnte man so heute gar nicht mehr fotografieren. Sie haben in einer Schulklasse eine kontergangeschädigte Schülerin fotografiert, die ganz konzentriert bei der Sache ist. Eine schöne Momentaufnahme, die, das haben Sie mir erzählt, mit dem Teleobjektiv entstanden ist. Wie war generell Ihre Vorgehensweise, Ihre Arbeitsweise? Ich weiß, dass Sie immer sehr viel Zeit mitgebracht haben. Also wenn ich irgendwo hinkam, wenn keiner mitkam von der Leitung oder wer das auch immer war und mich vorstellte, habe ich das selber gemacht. Habe gesagt, wer ich bin und meinen Namen genannt und habe gesagt, was ich mache für wen. Und habe auch dann, wenn ich speziell jemanden vor mir hatte, den ich fotografieren wollte, natürlich denjenigen gefragt. Aber es gab Situationen wie in diesem Fall mit dieser jungen, kontergan verletzten Frau. Ich wusste, wenn ich sage, ich möchte sie fotografieren, dann kann ich es lassen. Geht nicht. Diese Art, wie sie da saß und wie sie in Gedanken dabei war. Und sie hat sie ja auch gesehen und war ja nicht beleidigt. Sie war ja wunderbar getroffen, auch als Mensch und aussagestarkes Bild. Aber wie sie es dann merkte, dass ich nur sie, nicht die ganze Klasse fotografieren, wo sie mit drin war, das war ihr nicht so recht. Und dann in meinem Buch ist sie der mit ihrem Sohn. Das war 14 Jahre später vielleicht. Ich möchte gerne mit Ihnen über die Liebe reden, nämlich Bilder, wo Sie Paare fotografiert haben. Maria Urbanczyk hat über ihre Arbeitsweise geschrieben, was ihn beflügelt, was seinen Fotografien einmalige Ausdruckskraft verleiht, sind die mitgefangenen Schwingungen und Gesten menschlicher Zuwendung. Und in den Bildern von Paaren kommt das, wie ich finde, besonders eindringlich zum Tragen. Da gibt es zum Beispiel einen Mann im Altenheim, der seine Frau nach ihrem Schlaganfall füttert. Ein sehr frühes Foto. Oder die Serie aus den 80ern »Kleine Menschen«, über die kleinwüchsige Frau Schmidt, die nach einer Wirbelsäulenoperation im Rollstuhl sitzt und durch ihren zähen Willen ein eigenständiges Leben führt. Sie ist berufstätig und sie zeigen sie bei der Arbeit und zusammen mit ihrem kleinwüchsigen Freund beim Abspülen in der Küche oder beim Aufhängen der Wäsche auf dem Dachboden mit Hilfe einer Trittleiter. Die Kernaussage ist hier die Autonomie der beiden und ihr Zusammenhalt. Es ist eine völlig unprätentiöse Serie. Sie ist weder laut noch leise. Auch das Fotografie auf Augenhöhe. Ja, 1992, 93, also über das Jahr weg, hatte ich eine relativ große Ausstellung im Stadtmuseum Münster. Und das war für diese Frau die Sensation. Sie wurde fast der Mittelpunkt des Abends in dem Museum. Man sah die Bilder und sah sie. Und sie war jemand, die ja einfach auch auf die Menschen zugehen konnte, die mit ihnen reden konnte. Jeder sah sie natürlich im Rollstuhl und das hat ihr richtig gut getan. Und das hat mich natürlich unheimlich gefreut. Man ist ja nicht immer sicher, dass man immer das Richtige macht. Aber da war es zum Beispiel etwas, was genau richtig war. Und dann gibt es eine heute sehr berühmte Serie vom taubstummen Iraner Meri und seinem Freund, dem spastisch gelähmten Karl-Heinz. Die beiden lebten fast ihr ganzes Leben lang in der Einrichtung Wittekindshof und es wird auf den Fotos deutlich, dass die besondere Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, auf einer tatsächlichen Liebesbeziehung beruhte. Im Laufe der vergangenen Jahre und durch den gesellschaftlichen Wandel hat diese homosexuelle Beziehung eine ganz neue Aufmerksamkeit bekommen. Das ist für Sie fast etwas verwunderlich, dass diese Fotoserie heute so stark rezipiert wird. Das ist nicht verwunderlich aus der Rückschau. Ich kann nur sagen, dass das für mich nicht die Absicht war, die Fotos zu machen, um das zu dokumentieren. Das ist das Entscheidende. Das ist eigentlich die Einordnung in die gesellschaftliche Veränderung oder Entwicklung. Ist ja nicht von mir gekommen, sondern aus der Gesellschaft heraus. Und plötzlich ist das da, wie bei manchen anderen Sachen auch. Keiner hat es gesehen und plötzlich wird irgendetwas sichtbar, weil es in die Zeit passt. Und so ist das da auch. In diesen Bildern steckt viel Dynamik, oft auch eine Art von Situationskomik, fast wie eine Mischung aus Leichtigkeit und Absurdität. Sie hatten sich einen gewissen Freiraum dort in der Einrichtung geschaffen,
Und innerhalb dieser Sache, dann haben die auch schon mal, ja, ich sag das jetzt mal, früher Schluss gemacht. Nicht? Oder gehen dahin und dahin oder setzen uns dahin und trinken einen schönen Kaffee oder so. Nicht? Also ziemlich Freiheiten, die andere so nicht haben konnten oder sich nicht trauten. Die zwei trauten sich das dann. Vor allen Dingen auch, weil der eine eben das konnte, was der andere nicht konnte. Das ist ja das Entscheidende. Nicht? Was ja auch die Pfleger, die mit ihnen zu tun hatten, nicht rauskriegten, was die für eine Verständigung haben. Der eine kann also nicht hören und nicht sprechen. Und der andere korrespondiert mit dem. Aber man sieht es nicht. Sie hatten weder eine Gebärdensprache, noch hatten sie, ja, dass sie anfingen zu schreiben oder irgendwas. Und ich habe das ja erlebt. Ich kam wieder mal hin und habe sie dann besucht auf ihrem Zimmer. Und der Karl-Heinz winkte dem zu, dem Mary. Ich wusste nicht, was das sollte. Und Mary kramte in so einer Kiste und holte dieses Heft raus, 90 Jahre Wittekindshof, und zeigte es mir. Und das hatte er ihm gesagt, er sollte das holen oder gezeigt oder wie auch immer gewünscht von dem, dass er mir das zeigt, weil da ihr Foto drin ist, das Foto, was ich gemacht habe. Keiner weiß es. Ich habe es auch nicht gespürt oder nicht rausgekriegt, wie die Verständigung war. Zu hören war nichts. Es gibt Dimensionen zwischen Menschen, die so einfach nicht erklärbar sind. Auch in meiner Fotografie wird es zwischen manchen, ich sag mal, zwischen der Sinti-Großmutter Strunzi und mir, hat es Strömungen gegeben, die keiner von uns beiden bestimmen kann, die aber letztlich ausgemacht haben, dass ein solches Bild entstanden ist. Das ist das Faszinierende. Und deswegen kann man immer nur sagen, man kann ganz glücklich sein, dass man sowas hat machen können, ne? Die Serie über den obdachlosen Alkoholiker Adelfried, wie lange haben Sie den begleitet? Vielleicht ein Jahr, das müsste man nachgucken. Stehen, wie gesagt, Jahreszahlen stehen immer drunter. Dass er Rente bekommen sollte und dann wurde gesagt, dann muss dieser Mensch, ich sage mal jetzt, entmündigt werden, weil der sonst, wenn er die Rente kriegt, die kriegt er alle ausgezahlt, sich zu Tode trinkt. Ich hatte mich gemeldet vorher als Hilfe und da meldeten sie sich, sagten, ja, so und so sieht's aus, er braucht jemanden, der die Vormundschaft übernimmt. Und da habe ich mich dann zu bereit erklärt, musste dann zum Gericht und wie das alles so läuft. Er wurde mein Mündel. Kurz danach ist er auf der Straße zusammengebrochen, kam ins Krankenhaus. Und aus dem Krankenhaus kam er dann in die entsprechende Einrichtung. Und da ist dann das Foto entstanden mit der Mutter, die ihn besuchte. Und dann ist er, ich glaube im März ist er gestorben. Das war dann meine Verpflichtung, für die Beerdigung zu sorgen und alles, was da als Aufgabe vorgesehen ist. Ne? Ich möchte mit Ihnen noch über die Akademie sprechen. Damals Gesellschaft Deutscher Lichtbildner, 79 sind Sie Mitglied geworden. Ihr Lehrer Pan Walter wurde 1950 Mitglied der EDL. Interessanterweise haben Sie nach der Lehre bei ihm auch noch bei Otto Steinert studiert, der genau in dieser Zeit eine sehr prägende Figur in der GDL war. Erst als Juryvorsitzender und dann als Vorsitzender. Bei Otto Steinert war der große Vorteil, dass er wie ein Magnet gute Leute anzog, als Studenten. Das ist so ein Heinemann, nicht? Und ich fühlte mich noch nicht reif, völlig selbstständig zu sein, ohne noch weitere Ausbildung zu haben. Steinert akzeptierte mich auch aufgrund meiner Arbeiten, die ich hatte. Er nahm, man muss sich sowas vorstellen, damals 4 Studenten. Anfang eines Semesters nahm er 4 Studenten, handverlesen. Davon waren in dem Jahrgang, wie ich anfing, war Adolf Clemens, ich, wir zwei kamen allein vom Pan Walter. Man hört von den Steinert-Schülern doch sehr unterschiedliche Meinungen. Wie haben Sie Otto Steinert erlebt? Ich hatte auch Schwierigkeiten. Ja, bei Steinert wurde seziert und wurde untersucht, warum ist das so und so. Nicht, Pan Walter ging spontan. Das war entweder Mist oder es war gut und... Van Walter hat unheimlich viel Werbung für mich gemacht, was ich gar nicht wusste. Also Steinert hat seziert. Er hat weniger spontan gearbeitet, er hat mehr kritisch analysiert und hinterfragt. Wenn wir da unsere Stunden hatten, dann wurde das ganz genau erklärt, warum ist das so, ist das richtig? Ja, ich hörte mir das an, fand das auch sehr interessant.
aber hatte meine Fragen, ist das jetzt das Richtige, so an die Sachen ranzugehen? Ist das nicht zu kühl, zu überlegt? Was hat Saint-Exupéry gesagt? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das hatte ich mir so eingeprägt. Aber da beides zusammenkam, von Walter und Steinert, ich denke, das hat sich ganz gut ergänzt. Wie war denn die Chemie zwischen Ihnen? Nein, es war ziemlich kühl und die Verabschiedung war, fragte er, warum ich aufhörte. Ich sagte, tut mir leid, ich habe kein Geld mehr, ich bin völlig pleite. Er sagte, das macht nichts, verdienen Sie sich erstmal was und dann kommen Sie wieder. Aber ich war fast 30 und vielleicht merkte ich auch, das ist mir erst hinterher klar geworden, das hätte nichts mehr gebracht. Steinert war ja ein großer Förderer des Bildjournalismus, das ist ja Ihr Arbeitsfeld. Haben Sie ihm Ihre eigenen Arbeiten gezeigt? Nee, ich habe eigentlich so gut wie gar nichts gezeigt. Es gab, dass man freiwillig was zeigen konnte, aber davon habe ich auch nicht viel Gebrauch gemacht. Wobei ich, das sage ich mal ganz ehrlich, auch den Gedanken hatte, nicht nur hatte, sondern der war ja klar, dass er manches kassierte. Ja, das könntest du mir mal lassen, gib mir das mal. Und dann waren sie so nur 30, 40 und die ist ja immer aufgezogen, die waren sie los. Gut, ich meine, das war ein gewisser Wert, aber vor allen Dingen ja auch eine Arbeit. War ich an der Stelle ja nicht so freigebig. Ihre Aufnahme in die GDL fand ungewöhnlicherweise so statt, dass Sie selbst keine Bilder präsentiert haben. Pan Walter hatte stellvertretend Ihre Serie Siechenstation gezeigt und mit der wurden Sie aufgenommen. Was war das fotografische Umfeld, in dem Sie sich innerhalb der GDL gesehen haben? Jürgen Heinemann liegt mir sehr nah. Intensiven Kontakt hatte ich dann mit Robert Häuser. Peter Kethmann, der war ganz begeistert von meiner Fotografie. Mit Peter Kethmann zusammen waren wir bei Ilmar Pabel. Und ich war dann auf der gleichen Fahrt in Süddeutschland dann noch bei Toni Schneiers. Und thematisch? Ich sehe so spontan niemanden in der GDL, der jetzt meinen Themenbereich aufgegriffen hätte. Es sei denn mal in einer eigenen Sache. Am nächsten dran, von der menschlichen Intensität, würde ich sagen, ist Hilmar Pabel. Und dann ging sie in den Vorstand. Fritz Kemper hatte den Text gemacht zu meinem Bericht in der Leica-Fotografie. Und kurz danach war also unsere Tagung, wo ein neuer Geschäftsführer gesucht wurde, weil der Heinrich Freitag aufgehört hatte. Da meldete sich Fritz Kemper und sagte, wir können doch mal hier den Günther Hildenhagen fragen. Da war natürlich Stille, guckten mich an. Ja, hab dann mit meiner Frau telefoniert, so und so. Und die sagt, das musst du wissen, klar. Ich würde sagen, es war sicher eine gute und richtige Entscheidung von meiner Seite. Und zwar deswegen, weil ich zu einigen doch intensiveren Kontakt bekommen habe. Und zwar sehr guten Kontakt, also menschlich wertvollen Kontakt. Gut, die Arbeit hat man so nicht übersehen können. Der Umgangston in der GDL war damals nicht immer freundlich. Wie haben Sie das erlebt? Ja, der war manchmal sehr heftig. Und es gibt auch welche, die dann spontan rausgerannt sind. Zum Beispiel der Herr Schmidt aus Berlin. Der ist ja auch ausgetreten hinterher, Michael Schmidt. Natürlich muss es Meinungsverschiedenheiten geben. Ja, wie heißt das, der Ton macht die Musik. Und manche Sachen, die hätte man auch etwas verbindlicher und freundlicher sagen können. Aber dann wurde oft so draufgehauen, dass die anderen innerlich zusammenzuckten. Und also ich zum Beispiel und einige andere, die ich auch kenne, einfach dann den Mund hielten. Sagst lieber gar nichts. Ne? Hat man denn im Vorstand dazu Lösungen diskutiert? Ich meine, dass man das kritisch sah und dass man auch dann so im Gespräch mit uns einander, also im Vorstand, dann das bedauerte. Unbedingt. Aber dass das weiterging, dass man dann da Anstöße gab, von wegen soll sich entschuldigen oder so. Interessanterweise habe ich in unserem Schriftgutarchiv von Ihnen die Anregung gefunden, einen Willy-Mögle-Preis ins Leben zu rufen. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Initiative mit genau diesem harschen Umgangston zu tun hatte. Ich darf mal vorlesen, das ist ein Brief von Ihnen vom September 1989. Alle Mitglieder und Freunde der GDL, die Willy Mögle näher gekannt haben, werden sich dankbar daran erinnern, wie er bis zu seinem Tode um die Wege und um das Wohl seiner GDL besorgt war.
Nach meinem Empfinden war es Willi Mögle aber auch ganz besonders wichtig, dass in der GDL ein gutes menschliches Miteinander bestand. Die menschliche Wärme, die man immer bei den Begegnungen mit ihm spürte, sollte nach seinen idealistischen Vorstellungen auch in der gesamten GDL zu bemerken sein. Also ich kann mich an Tagungen erinnern, wo es also ganz heftig zuging, wo gebrüllt wurde, was mir sehr unangenehm war. Und was auch mit der Sache gar nichts zu tun hatte. Meister in solchen Sachen war Pan Walter. Und da war es auch so, dass ich dann schon mal hinterher so an der Schulter sah, Pano, lass doch mal ruhig und richte dich nicht so auf. Aber das Ergebnis war dann, dass er sich dann nochmal aufrichte. Sein früher Tod hatte ja auch damit zu tun, dass er die Emotionen immer rausgelassen hat. War schon schwierig. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, wo der Willi Mögle, und von daher passt das mit dem Preis, und vielleicht hat das sogar da seinen Grund, Walter Boje sich aufregte über eine Art Fotos oder der Fotografie. Und der Willi Mögle ihn so ein bisschen beiseite nahm. Ich war unmittelbar daneben. Und der Willi Mögle ihm sagte, hör mal Walter, du musst doch nicht meinen, dass mit uns beiden die Fotografie zu Ende ist. Die geht immer weiter. Die Fotografie geht immer weiter. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank an Sie, Günter Hildenhagen, und vielen Dank fürs Zuhören. Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.